Yo, was geht ab, Leute? Team Robbelt hier. Heute mal wieder mit einem Video. Zwar heute ein Deckvergleich. Das ist einer meiner Lieblingssegmente. Aber es ist halt immer schwer, die rauszubringen, weil die Decks so verschieden sind und nicht immer so viele Ähnlichkeiten zwischen den Decks bestehen, dass man so ein Video rausbringen kann. Aber jetzt, nachdem die neue Bandlist April 2015 rausgekommen ist und Bestiari zurück auf 3 ist und Gladi damit wieder gepusht wurde, ist mir halt der Vergleich aufgefallen zwischen Gladiator Beast und Satella Knight, weil Gladi halt natürlich Streitwagen hat und Satella Knight halt Nova Alpha, beides Konterfallenkarten und beide Decks bekannt dafür, deswegen der direkte Vergleich. Aber zu den zwei Karten kommen wir später noch. Erstmal ein bisschen was über die Decks, also Satella Knight, klar, die ganze Zeit bisher jetzt im Meta jetzt gewesen, eines der stärksten Decks bei uns. Tier 1,5, ganz knapp unter den Top 3 Decks immer, aber immer noch besser als der Rest der Decks. Der letzte Deckvergleich, da war Satella auch dabei, da habe ich es mit Firefist verglichen. Da hatte Satella ganz knapp gegen Firefist gewonnen. Und auf der anderen Seite haben wir da Gladi, schon ein bisschen älter, das Deck. Und wir werden jetzt mal sehen, ob das Deck noch was kann, selbst mit Bestiary auf 3. Oder ob der Power Creep zu stark war und die anderen Decks einfach zu stark geworden sind. Also, da haben wir als erstes das Monster, das für das Setup zuständig ist. Bei Gladi haben wir da Laquari und bei Satella haben wir da Unukai. Zufällig sind beides 1-8 ATK-Monster. Perfekt für unseren Vergleich. Also, Gladi kommt halt ins Spiel, indem du mit denen angegriffen hast oder angegriffen wurdest und sie dann nach der Battle Phase zurück ins Deck mischt, also tagst und dann einen anderen Gladi aus dem Deck specials und deren Effekt aktivierst. Sprich, um mit Laquari das Setup aufzubauen, musst du halt erfolgreich angreifen und dann kannst du irgendeinen Gladi aus deinem Deck specialen. Und Unukai, den musst du einfach nur beschwören, dann mildert er dir den Danib in den Friedhof für Call oder Altair. Und das reicht auch schon, um dein Setup aufzubauen erstmal. Du kannst es locker erste Runde machen und der Effekt wird sehr selten negiert, also der kassiert sehr selten Veiler oder Phoenix Chain oder sowas, weil die Gegner das meistens für Danib oder Altair aufheben. Deswegen kannst du mit ihm relativ sicher dein Setup aufbauen. Wohingegen du bei Gladiator Beast mit Laquari erstmal einen Angriff durchbekommen musst. Sprich, du kannst es auch nicht Turn 1 machen, weil du halt logisch nicht angreifen kannst. Und das hat halt viele Nachteile. Also erstens, du kannst es nicht Turn 1 machen. Zweitens, dein Gegner kann den Angriff locker stoppen, Mirror Force, Prison oder sowas. Oder er hat einfach ein stärkeres Monster auf dem Feld. Also die Effekte kannst du halt nicht nutzen, wenn dein angreifendes Gladiator Beast Monster halt stirbt. Also in dem Fall, wenn dein Gegner ein 1-8 Monster oder höher hat, dann kannst du nicht wirklich angreifen und dann natürlich den Effekt auch nicht wirklich nutzen. Sei denn, du spielst irgendeine Supportkarte wie Schrumpfen oder Lanze oder sowas. Deswegen geht der Punkt hier klar an Satella Knight. Als nächstes haben wir die Monster, die aus dem Grave Special. Für die Gladiator Beast Monster haben wir da Darius. Und Satella Knight hat halt klar Altair, wie jeder weiß. Altair kennen wir und ist auch sehr gefürchtet. Normal, Special, Danib. Such dir was auf die Hand. Der einzige Nachteil ist halt, dass das Monster, das gespecialt wird, in Defense kommt und du in der Runde nur mit Satella Knight Monstern angreifen kannst. Aber der Nachteil ist jetzt nicht so groß. Und auf der anderen Seite haben wir da Darius. Sein Effekt kommt halt wieder nur, wenn er getaggt wird. Im Gegensatz zu Altair, der halt nur genommen werden muss oder sogar nur gespecialt. Da kommt sein Effekt sogar auch. Und ein weiterer Nachteil ist halt, das Monster, das Darius beschwört, dessen Effekte werden negiert, was halt eine sehr starke Einschränkung ist, im Gegensatz zu Satella, wo du halt noch was auf die Hand holen kannst. Und der letzte Nachteil, den Darius hat, ist, dass wenn er das Spielfeld verlässt, das Monster, das gespecialt wurde durch seinen Effekt, zurück ins Deck gemischt wird. Und bei Satella ist es halt vollkommen egal, ob Altair wieder geht oder auf dem Feld bleibt. Deswegen auch hier wieder ganz klar der Punkt für Satella Knight. Als nächstes vergleichen wir Gladiator Beast Equest und Satella Knight Vega. Die haben nicht unbedingt die gleiche Funktion. Deswegen ist es schwer, die zwei zu vergleichen. Also Equest kann dir eine GB-Karte aus dem Grave zurück auf die Hand holen, wenn er getaggt wird. Und Vega kann dir halt eine weitere Summon bringen. Beide sehr nützlich für ihr Deck auf ihre eigene Art und Weise. Deswegen gebe ich hier mal beiden den Punkt. Dann haben wir als nächstes das Hauptmonster, die Hauptengine des Decks. Bei GBs haben wir da Bestiari, der jetzt wieder zurück auf 3 gegangen ist. Deswegen ist das Deck überhaupt jetzt wieder möglicherweise spielbar. Bei Satella Knight haben wir halt Danib. Danibs Effekt, wenn du ihn beschwörst, egal wie, normal und special, kannst du dir halt deinen Satella Knight
Monster auf die Hand holen. Und Bestiary, wenn er getaggt wird, kannst du eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Feld zerstören. Zufällig haben beide 1-5 ATK, also wieder perfekt für unseren Vergleich. Es haben beide zwar einen unterschiedlichen Effekt. Der eine zerstört was, der andere search was. Man kann es halt so vergleichen, dass beide theoretisch plus 1 machen und man beide sofort wie möglich irgendwie erreichen will. Also Satella will ihn irgendwie so schnell wie möglich auf die Hand holen oder millen. Und Gladi halt auch so schnell wie möglich an ihn rankommen, um loslegen zu können. Also wie gesagt, dass da beide theoretisch plus 1 machen und beide dieselben Angriffswerte haben, gebe ich mal beiden den Punkt. Dann kommen wir als nächstes zu der Search-Karte des Decks. Gladiator Beast haben halt Proving Grounds und Satella Knight hat natürlich, wie jeder weiß, Grota schon seit längerem auf 3, was sie halt auch richtig ausnutzen. Kann man nicht viel zu sagen, also beide suchen theoretisch alles im Deck, jedes Monster aus dem Deck, beide Karten auf 3, deswegen kriegen hier auch beide den Punkt. Dann kommen wir zu den Fallen, zu der Konterfalle, die beide haben und für die beide Decks gefürchtet sind. GBs haben natürlich den Streitwagen und Satella Knight, Stellar Alpha Nova. Wie am Anfang schon erwähnt, von den Bedingungen her, um die zu aktivieren, haben beide relativ die gleiche. Satella Knight muss halt ein Monster opfern, aber zieht dafür eine Karte, also gleicht sich das wieder aus. Und der Streitwagen kann einfach aktiviert werden, wenn du ein GB-Monster kontrollierst. Und um Alpha zu aktivieren, also um ein Monster zu opfern, musst du natürlich eins kontrollieren. Sprich, bei beiden ist es der Fall, dass du ein Monster kontrollieren musst, um die Konterfalle zu aktivieren. Also in den Bedingungen sind beide gleich. Aktivierungsbedingungen zum Effekt. Streitwagen negiert halt leider nur Monster-Effekte, wohingegen Nova Zauberfallen und Monster-Effekte negieren kann. Deswegen muss ich ganz klar den Punkt hier wieder Satella Knight geben. Beide Karten haben die gleiche Aktivierungsbedingung, aber bei Satella ist halt noch der Vorteil, dass man Zauber und Fallen negieren kann. Das ist halt einfach zu stark der Unterschied. Als nächstes kommen wir zu den Boss-Monstern. Satella Knight natürlich die Exit-Monster und Gladi Oldschool-Fusion. Da vergleichen wir als erstes Gyzaros mit Trivair. Also Gyzaros kann, wenn er kommt, 2 Karten auf dem Feld schießen und Trivair schickt halt alles wieder zurück auf die Hand. Also vom Effekt her haben beide die Funktion, das Feld ein bisschen zu sprengen. Also auch relativ ähnlich. Gyzaros hat halt noch den Effekt, dass er nach der Battle Phase 2 GB-Monster sprechen kann. Also kann man, nachdem er geht, also nachdem er das Feld gesprengt hat, dann noch ein bisschen Faxen machen. Wohingegen, wenn Trivair kommt, dann kann er noch eine Handkarte klauen, was halt ein sehr starker Effekt ist. Und wenn der stirbt, kannst du halt wieder deine ganzen Satella Knights aus dem Grave specialen. Also sehr stark eigentlich. Aber man darf Gyzaros nicht unterschätzen. Also wenn der Effekt durchkommt und dann sein Angriff auch noch durchkommt, dann sieht es schon sehr gut aus für Gladi. Deswegen würde ich hier beiden den Punkt geben. Dann haben wir als nächstes GB Nerokios. Der ist relativ neu. Und bei Satella Knight haben wir da Deltaros. Und beide haben halt sozusagen die Funktion, über störende Karten drüber zu kommen. Deltaros kann halt eine Karte schießen und hat relativ viel ATK. Und Nerokios kann halt über alles drüber gehen. Also kann er eigentlich nur leider störende Monster beseitigen. Im Gegensatz zu Deltaros, der halt alles zerstören kann. Hat dafür aber auch noch den Effekt wie Amadis, dass wenn er angreift, der Gegner erstmal nichts aktivieren kann. Und wenn er geht, kannst du halt wieder 2 GBs specialen aus deinem Deck. Aber Deltaros ist in dem Fall einfach viel zu stark im Vergleich. Er kann eine Karte auf dem Feld zerstören, egal welche. Das theoretisch 3-mal, falls er nicht stirbt. Und falls er stirbt, kannst du einfach Satella Knight Monster aus deinem Deck specialen. Und dann hat er noch einen dritten Effekt, den viele Leute vergessen. Und zwar, solange er Materialien hat, kann dein Gegner keine Karten aktivieren oder Effekte auf deine Normal- oder Spezialbeschwörung von Monstern. Ich muss sagen, hier zeigt sich auf jeden Fall der Power-Unterschied zwischen den zwei Decks. Deswegen ganz klar der Punkt an Satella Knight. Dann als letzte Karte haben wir die Blocker. Also die Monster, die den Gegner einfach blockieren sollen. Satella Knight hat halt Stellar Knight Constellar Diamond. Relativ neu rausgekommen. Und wenn er liegt, blockt es halt sozusagen fast alle Finsternis-Decks. Burning Abyss und Shadow. Kein Spieler kann millen, kein Spieler kann Karten vom Friedhof zurück auf die Hand holen. Beziehungsweise man kann, aber die werden dann einfach gebanished. Und er kann in einer beliebigen Runde einfach so oft wie man will, also so oft wie er Materialien hat, einfach den Effekt eines Finsternis-Monsters negieren. Und GBs haben halt Heraklinos. Du kannst eine Zauber- oder Fallenkarte negieren, egal in welchem Spielzug, indem du eine Karte abwirfst. Also beides sehr starke Monster, beide Karten, die den Gegner sehr hart stören, blockieren. Und beide haben auch eine eher schwierige Bedingung, sie zu beschwören. Also Diamond kannst du halt nur in deiner Main Phase 2 beschwören, indem du ihn halt
auf Deltaros oder Trivert drauflegst und Heraklinos braucht 3 Fusionen, also 3 GBs zum Fusionieren und einer davon muss Laquari sein. Also kommt er meistens auch Main Phase 2 eigentlich, nachdem alle angegriffen hat und die Effekte genutzt haben, um halt mehrere Gladys auf dem Feld zu haben durch ihre Effekte. Deswegen sind sie sich in dem Punkt auch sehr ähnlich, aber ich muss den Punkt trotzdem an Satella Knight geben. Vor allem jetzt im Vergleich zum Meta blockiert es halt Burning Abyss und Shadol viel zu hart. Und Heraklinos Effekt ist momentan nicht so wichtig. Also zum Beispiel Fallen spielen nicht so viele Decks momentan. Und Zauberkarten blockieren wäre eigentlich ganz gut. Vor allem gegen Necros, aber gegen Necros bringt der Effekt halt eher nichts, weil die können halt eine Ritual-Zauberkarte aktivieren, die wird dann negiert von Heraklinos. Dann banishen die was aus dem Grave, den Spiegel und ein Monster und holen sich einfach einen anderen Spiegel auf die Hand und können den aktivieren. Dann kannst du es natürlich nochmal negieren, aber verlierst dann noch eine Handkarte. Dann kannst du den Spiegel nochmal banishen und einen anderen, also den letzten Spiegel holen. Und dann könnte er es theoretisch nochmal negieren, aber das würde ihm halt 3 Handkarten kosten, während du halt nur eine verbraucht hast. Also da kann man schon ganz klar sehen, wie stark die anderen Decks geworden sind und die anderen Effekte. Und im Vergleich dazu GB halt nicht mehr mithalten kann. Heraklinos Effekt früher war zum Beispiel sehr, sehr stark. Sogar meistens spielentscheidend, wenn der lag. Selbst wenn man eine Handkarte abwerfen musste als Kosten, war das immer noch gerechtfertigt für seinen damals starken Effekt. Aber jetzt halt leider nicht mehr. Deswegen der Punkt an Satella Knight und damit auch der Gesamtsieg an Satella Knight. So, das waren alle Karten im Vergleich. Satella Knight hat ganz klar gewonnen. Klar, die hat ein paar interessante Karten, aber insgesamt als Deck sind sie meiner Meinung nach leider zu schwach geworden. Im Vergleich zu den anderen Decks können sie leider nicht mehr mithalten. Selbst mit ihrer besten Karte Bestiaria auf 3 reicht es leider nicht. Die brauchen auf jeden Fall eine neue Karte, eine neue Supportkarte, die irgendwas kann, das ihnen hilft. Ansonsten können sie leider nicht mithalten und werden meiner Meinung nach im neuen Meta dann ab April auch nichts reißen können. Klar werden sie am Anfang aus Neugier und so zum Spaß ausprobiert von vielen, aber mehr auch nicht. Ansonsten war es das eigentlich auch schon wieder, Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt das letzte Deckvergleich-Video ab und ciao.